Die großen christlichen Gemeinschaften kämpfen um ihre Mitglieder. Vor allem der Ruf der katholischen Kirche hat durch die Berichte über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gelitten. Auf einer Tagung in der St. Clemens-Gemeinde in Hannover haben sich am 19. Juni viele Beschäftigte der Kirche getroffen, um sich über neue Erkenntnisse zu informieren und mögliche Lösungen zu diskutieren. Ich bin schon zufrieden gewesen oder hochzufrieden gewesen, dass die Veranstaltung im Vorfeld eben durch die hohe Teilnahmezahl so eine große Resonanz gefunden hat und auch über das Bistum Hildesheim und hinweg. Also wir haben auch Präventions- und Missbrauchsbeauftragte, Haupt- und Ehrenamtliche aus anderen Bistümern dabei, also auch Interessierte überregional erreichen können. Das hat mich sehr gefreut. Nach der Begrüßung startete die Veranstaltung mit einem Vortrag über geistlichen Missbrauch. Eine Form des Missbrauchs, die weitaus subtiler ist als sexueller Missbrauch, aber bei den Betroffenen ebenso viel Schaden anrichten kann, wie Pastorin und Autorin Doris Wagner aus eigener Erfahrung darlegt. Ja, den Begriff des geistlichen Missbrauchs habe ich eigentlich von Klaus Mertes übernommen. Er hat es zuerst verwendet, diesen Begriff geistlicher Missbrauch. Und das hat ganz viel in mir ausgelöst. Und ich habe mich dann so auf die Suche gemacht und mich mit diesem Begriff beschäftigt, vor allem aber mit dem Phänomen, dass es Menschen in der Kirche gibt, die keine sexuelle Gewalt erlebt haben, die aber auf geistliche Art, auf spirituelle Art und Weise so missbraucht worden sind, solchen Schaden gelitten haben, dass sie auch ein Leben lang darunter leiden. Geistlicher Missbrauch bedeutet aus ihrer Sicht, dass den Betroffenen durch Vernachlässigung und Manipulation spirituelle Autonomie genommen wurde und damit auch ein Nährboden für sexualisierte Gewalt gelegt ist. Ich glaube, dass immer wenn in der Kirche oder in religiösen Kontexten sexualisierte Gewalt vorkommt, dass dann in aller Regel geistlicher Missbrauch vorausgegangen ist. Das heißt, der Täter hat sich und sein geistliches Amt auf eine Art und Weise ins Spiel gebracht und benutzt, um eine Abhängigkeit herzustellen des Menschen, den er auch sexuell zu missbrauchen vorhat. Das heißt, ich glaube, dass jedem Akt von sexualisierter Gewalt in religiösen Kontexten ein Akt geistlicher Missbrauchs vorausgeht. Wie umfassend das Problem in der katholischen Kirche ist, wurde in einem Vortrag von Professor Harald Dressing deutlich. Im Jahr 2013 hatte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in Auftrag gegeben, deren erschreckende Ergebnisse jetzt diskutiert werden. Also unser Untersuchungsauftrag war sexueller Missbrauch durch katholische Priester, Diakone und Ordensangehörige, die einen Stellungsauftrag hatten. Also insofern ist der Bereich der katholischen Schulen oder auch der Heime nicht Gegenstand unserer Untersuchung gewesen. Das heißt, auch alle Zahlen, die wir gefunden haben und berichtet haben, sind nur ein Teil des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen, der im Verantwortungsbereich der katholischen Kirche vorgekommen ist. Trotz dieser Einschränkung konnte das Wissenschaftskonsortium aus Mannheim, Heidelberg und Gießen durch Aktenauswertungen, persönliche Interviews und anonyme Online-Befragungen Informationen über knapp 40.000 Geistliche auswerten. 4,4% der Untersuchten sind des sexuellen Missbrauchs an Jugendlichen beschuldigt. Das sind mehr als 5% aller Diözesanpriester und 1% aller Diakone. Was man aufgrund unserer Ergebnisse sicher sehr ernsthaft diskutieren muss, ist, dass der Zölibat eine Mitursache ist, denn wir haben einen signifikanten Unterschied gefunden zwischen beschuldigten Priestern und Diakonen. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen ist, dass die Diakone zum Beispiel nicht dem Zölibat verpflichtet sind. Es gibt natürlich auch andere Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Diakone haben insgesamt auch weniger klerikale Macht. Man wird aber sicherlich nicht um die Diskussion herumkommen, dass ein inadäquater Umgang mit dem Zölibat eine Ursache für sexuellen Missbrauch von Kindern ist. Ich habe mal einen Philosophen gehört, der auch Jesuitenpater ist, der sagte, die Diskussion muss geführt werden. Viele meiner Kollegen haben den Zölibat geschluckt, aber nicht verdaut. Und das ist immer gefährlich. Ist die katholische Kirche im Vergleich zu anderen Institutionen besonders anfällig für sexuelle Übergriffe an Jugendlichen? Sowohl die Wissenschaftler als auch Doris Wagner sagen ja, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Ich denke, es gibt darüber hinaus auch nochmal spezifische Risikofaktoren für die katholische Kirche, die andere Institutionen nicht haben. Also zum Beispiel die Verpflichtung zum zölibatären Leben der Priester, eine Sexualmoral, die nach meinem Dafürhalten völlig veraltet ist, die moderne Erkenntnisse der Sexualwissenschaften und Humanwissenschaften einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Dann auch, dass Frauen komplett ausgeschlossen sind von Weiheämtern. Das bedingt automatisch eine Risikosituation, weil es sind geschlossene Männerbünde. Dann gibt es Spezifika wie die Beichte, die auch genutzt wurde, um Opfer Beziehungen zu Opfern anzubahnen, und Beichtstuhl war teilweise auch Tatort gewesen und teilweise ist den Tätern dort auch vergeben worden und sie haben weiter Missbrauch betrieben. Also das sind schon Spezifika, die sich nur in der katholischen Kirche finden. Die katholische Kirche ist insofern besonders anfällig, weil jeder Missbrauch Machtmissbrauch ist. Und die Machtstruktur der katholischen Kirche ist besonders anfällig für Missbrauch, weil sie keine ordentliche Gewaltenteilung kennt, weil sie keine demokratische Legitimation und wenige Kontrollinstanzen kennt und dadurch Macht einfach nicht kontrolliert wird. Und wo Macht nicht kontrolliert wird, ist die Gefahr, dass sie missbraucht wird, umso größer. Das Thema ist nicht neu. Wie ernst nimmt es die Kirche und sind Änderungen in Sicht? Mein Eindruck ist allerdings, dass die Bedeutung der Thematik von den Bischöfen sehr unterschiedlich gesehen wird. Es gibt Bischöfe, die sehen das meines Erachtens als ganz drängendes Problem und sind auch offensichtlich der Auffassung, dass auch strukturelle Risikofaktoren wirklich verändert werden müssen. Und es gibt auch eine eher konservativere Front, wo ich sagen würde, dass bei denen dieses Thema nicht so eine Rolle spielt, wie es eigentlich spielen müsste. Ich glaube, ich sehe, ich beobachte, dass manche krasse Formen von Fehlverhalten im Umgang mit sexualisierter Gewalt, das lebenslange Weiterversetzen von Tätern von einer Pfarrei in die andere, das völlige Nicht-Ernstnehmen von Betroffenen, bis dahin, dass gar keine kirchenrechtlichen Verfahren eröffnet werden, dass das in dieser krassen Form nicht mehr vorkommt. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch kaum Bemühungen einer echten Aufarbeitung, die wirklich auch Betroffene in der Form ernst nehmen, wie die das brauchen und sich wünschen. Ich sehe hier in der deutschen Kirche keine echten Bemühungen, konkret Entschädigungen, angemessene Entschädigungen auf den Weg zu bringen. Und da ist noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf. Das Resümee ist, wir haben jetzt erstmals wirklich Kennzahlen, dass sexueller Missbrauch von Kindern und Minderjährigen durchaus häufig vorgekommen ist. 4,4% der Kleriker, von denen wir Akten gesehen haben, sind beschuldigt. Wir denken, es gibt spezifische Risikofaktoren und das Leid der Betroffenen, das ist unsagbar groß. Die gesundheitlichen Folgen sind extrem groß und ich glaube, die katholische Kirche müsste sich auch um eine angemessene Entschädigung der Opfer kümmern. Also die Wege und Prozesse in der Kirche laufen sehr langsam. Das ist ja heute auf der Tagung auch schon nochmal deutlich geworden. Auch, dass es im Vorfeld schon andere wissenschaftliche Erkenntnisse gab in anderen Ländern, dass die Dinge eigentlich bekannt waren, aber dass die Formen und Wege der Verdrängung immer noch funktionieren, ist auch bekannt worden. Es tut sich was, aber wie weit, das kann ich wirklich nicht erfassen. Ich hoffe es. Aber ich habe auch genügend Erfahrung mit Kirche und auch entsprechend Skepsis, aber will mich gerne auch eben mit so einer Tagung als katholische Erwachsenenbildung dafür einsetzen. Eine katholische Kirche ohne Zölibat, ohne Beichtstuhl und mit Priesterinnen, ein Weg in die Zukunft?